Neukundengewinnung, Kaltakquise, Direktvertrieb. Sind das Begrifflichkeiten, die dir irgendwie bekannt vorkommen? Hast du dir auch schon mal Gedanken gemacht, wie du das für dich verwenden könntest, diese Maßnahmen der Umsatzgenerierung? Oder bist du vielleicht noch ganz am Anfang, willst dich erst selbstständig machen, beziehungsweise bist schon eine Zeit lang selbstständig, aber immer noch abhängig von Vermittlern? Das geht nämlich mehreren hunderttausend Freelancern so in ganz Deutschland. Dann bist du hier genau richtig. Und letztendlich möchte ich hier mal mit dir darüber sprechen, worauf es im Kern ankommt. In der Kaltakquise. Und hier ist jemand, der dir aus der Praxis erzählt. Warum? Weil ich Thomas Klein bin, ja, Inhaber von Thomas Klein Coaching und Consulting Services und seit über 25 Jahren im Vertrieb und Marketing arbeite, im technischen Vertrieb gearbeitet habe, SEO-Consultant, PPC-Consultant. Ich rede hier von Zeiten 2003, 2004, 2005 und so weiter und so weiter. Das heißt also, letztendlich vielleicht eventuell, da warst du vielleicht gerade mal irgendwie in der Grundschule, je nachdem, wie alt du gerade bist. Da habe ich schon Marketing und Vertrieb gemacht für Firmen wie HP, PC World, ja, das ist sowas wie Saturn und Tonsa in Deutschland und so weiter und so weiter. British Telecom und so weiter. Das heißt, Adobe und so weiter. Die Liste ist ellenlang und jemand, der mehrere 10.000 Kaltakquise-Anrufe gemacht hat und Gespräche und Vertriebsgespräche und so weiter, kann dir wirklich sagen, im Kern der ganzen Sache geht es letztendlich nur um eine einzige Sache. Eine einzige Sache, wenn du die richtig hinbekommst, dann ist für dich Kaltakquise, Neukundengewinnung ein wesentlich, ich würde sagen, nicht gar kein Problem mehr, sondern ein wesentlich kleineres Problem. Und das ist Vertrauen. Der einzigste Grund, warum für dich Kaltakquise oder Neukundengewinnung ein Problem ist, ist das Vertrauen. Und jetzt magst du dir sagen, okay, Vertrauen ist gut. Von welchem Vertrauen ist hier wirklich die Rede? Sehr gute Frage. Als allererstes geht es um dein Selbstvertrauen. Das heißt, das Vertrauen, das du in dich selber hast. Das ist mal das allererste, das bei den meisten, die mit Neukundengewinnung und Kaltakquise ein Problem haben. Es gibt so Typen, das sind so Superstars, ja, das sind so quasi Vorzeighengste, ja, Wonneprops, ja, die haben einfach keine Berührungsängste. Ja. Bei denen ist halt quasi seitdem sie ein Jahr alt waren, ist da nicht viel passiert in der Hinsicht. Ne? Und wenn du dich schon mal darauf besinnst, ich war jetzt wieder in der S-Bahn unterwegs, ja, zum Büro, mal ein paar so Kleinkinder. Dann kam eine Mutter rein mit einem weiteren Kleinkind, also noch ein kleines Kleinkind. Das Erste, was das Kleinkind gemacht hat, ist gleich hingelaufen zu den anderen Kleinkindern. Völlig fremde Leute, okay? Hatten die Berührungsängste? Nein. Ja, dann ist das kleine Kind hingelaufen zu irgendwie einer anderen Frau und so weiter. Das heißt, wir alle kommen auf die Welt ohne jegliche Ängste, Berührungsängste, irgendwie auf fremde Menschen zuzugehen. Das wird uns dann erst anerzogen und das ist ganz, ganz wichtig für dich zu verstehen. Denn wenn du das mal verstanden hast, dann weißt du, dass du letztendlich, genauso wie jeder andere Mensch, der auf diese Welt geboren wurde, ja, grundsätzlich mal mit Kaltakquise im eigentlichen herkömmlichen Sinne, ja, eigentlich überhaupt nie Problem gehabt haben hättest sollen. Es wurde dir dann erst aufoktroyiert. Okay, das ist schon mal eine gut wichtige Erkenntnisgewinnung. Das heißt, du selber, ja, wenn du mal richtig mit dir selber im Reinen kommst, ja, dann erkennst du auch, dass du letztendlich gar keinen Grund dafür hast, ja, an deinem Selbstvertrauen irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu zweifeln, beziehungsweise das Vertrauen in dich selbst in irgendeiner Weise nicht genug ist. Und das ist die Grundvoraussetzung, um Kaltakquise Neukundengewinnung zu machen. Das heißt, nur wenn du dir selbst vertraust, kannst du auch einem Entscheider, einer Person, der du was verkaufen willst, davon überzeugen, dass sie dir vertraut. Das heißt, wenn du dir selber nicht vertraust, kann auch dir kein anderer vertrauen. Und das musst du mal verstanden haben. Okay? Das ist in der Essenz alles, was du wissen solltest zum Thema Neukundengewinnung und Kaltakquise und so weiter. Wenn du das verstanden hast und wenn du das gelöst hast, insofern es eine Herausforderung für dich ist, Schrägstrich Problem,
ist alles andere kein Problem. Dann kannst du es machen, selber machen. Irgendwann, bis du keine Lust mehr hast, ja, wer hat schon Bock auf Kaltakquise sein ganzes Leben? Vielleicht die meisten nicht. Dann abgeben, delegieren, jemanden beauftragen, Agentur, was auch immer. Aber das ist in der Essenz das, was du verstehen musst. Es geht um Vertrauen. Ja? Erstens. Zweitens, es geht erstmal nicht um das Vertrauen, dass dein Kunde dir vertraut. Nein, es geht um dein eigenes Vertrauen. Das Vertrauen in dich selbst, dein Selbstvertrauen. Und wenn das nicht stimmt, dann wirst du so viel Kaltakquise und Neukunden machen können, wie du willst. Dann wird letztendlich dir niemand vertrauen können, niemals wirklich vertrauen können. Und auch nicht kaufen als Folge, als Konsequenz daraus. Also ich hoffe, ich habe das einigermaßen grober gebracht. Das ist letztendlich eine sehr, natürlich sehr tiefe Geschichte, psychologische Geschichte logischerweise, weil viele einfach versaubeutelt worden sind in ihrem Kindesalter. Das, was bei dir da oben stattfindet, wenn es um das Thema geht, auf fremde Leute zuzugehen und so mit denen zu sprechen und so weiter, wurde bei dir im Gehirn zu 99% festgelegt im Alter zwischen, ich glaube, 3 bis 7 Jahren. Und alles, was danach kommt, basiert dann auf dem, was in diesem Zeitabschnitt, also da gibt es Kindesforscher und so weiter, kannst du alles selber nachlesen. Aber was uns wichtig ist für die Neukundengewinnung auf meinem Kanal, ja, für die Skalierung, die daraus folgt, ja, es ist ein sehr wichtiger Punkt, den du dir vielleicht mal in einer ruhigen Minute Gedanken durch den Kopf gehen lassen solltest. Denn wenn du diese Nuss mal geknackt hast, wenn du dir auch dieser Dinge mal bewusst geworden bist, die meisten sind sich das nicht bewusst, die sind in ihrem Alltag drinnen, ja, und verstehen, und ja, okay, ach, scheiße, ja, jemanden anrufen, nee, ist nicht so meins, muss ich mir ein Coaching buchen. Dann machen sie das Coaching durchgenudelt, ja, 18.000 Euro investiert, 6 Monate später, immer noch keine Kundengewinnung, richtig funktioniert nicht und so weiter und so weiter. Und so machen die halt ewig weiter, teilweise jahrelang und haben nicht wirklich verstanden, woran es eigentlich liegt. Dann holen sie sich irgendwie eine Agentur, gehen raus und zahlen die, dann nehmen sie sich irgendwie das Günstigste, weil sie keine Kohle mehr haben, schon alles mögliche für Coaching ausgegeben. Tja, dann funktioniert die Agentur auch nicht. Warum? Weil da wiederum Leute sitzen, die es auch nicht checken, ja, beziehungsweise nicht wirklich in sich Selbstvertrauen haben. Deswegen sitzen sie da im Callcenter für 1.500 Euro netto. Ja, ansonsten werden sie einen ganz anderen Job und so weiter und so weiter und so weiter. Also das ist alles, was ich könnte hier stundenlang erzählen zu diesem Thema. Aber in der Essenz geht es um Vertrauen. Nochmal, nicht um das Vertrauen, das dein Kunde in dir haben muss, um von dir zu kaufen. In erster Linie geht es um dein eigenes Vertrauen, dein Selbstvertrauen. Und dann erst im zweiten Schritt um das Vertrauen, das dann in deinem Kunden erzeugt wird, das er in dich dann hat, um von dir zu kaufen. Ja? Und genau in dieser Reihenfolge und nicht anders. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Wenn ja, gib dem Video bitte einen Daumen hoch. Kommentier, auch wenn es nicht einfach ist, einfach mal kurz anonym kommentieren. Hilft mir dann schon weiter, vielleicht auch anderen Leuten, die da Probleme mit haben. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Abonnier den Kanal, nicht vergessen, Daumen hoch, ciao, bye bye.